Mein Name ist Ulrich Reichebach, ich bin Metzgermeister und Landwirt aus dem Glottertal. Also für mich als Metzger und Landwirt ist das Ding ganz einfach. Die billigste Energie ist die, wo ich überhaupt nicht brauche. Für mich ist es wichtig, dass ich der Umwelt was Gutes tue und dass sich das Ding in 3-4 Jahren wieder amortisiert. Wir haben einen eigenen Rinderbestand von knapp 1000 Rinder und 1500 eigene Schweine und produziere unsere Fleisch- und Wurstwaren alle selbst, von der Aufzucht bis auf den Teller. Und das Ganze passiert im 50 Kilometer Radius. Also wir haben eine nachhaltige Kälteanlage ohne schädliches FCKW. Wir haben Photovoltaik auf dem Dach. Wir haben effiziente Ställe mit Stroheinstreu, wo man keine Lüftungen mehr braucht, keine Emissionen mehr hat. Die KEF begleitet uns bei allen Projekten, die wir haben. Tut natürlich die ganze Sache moderieren, ist dabei, dass das auch in Gang bleibt als neutraler sachverständiges Netzwerk. Und das Schöne dabei ist halt, dass uns die KEF jetzt seit 3 bis 4 Jahren kostenlos begleitet. Es gibt so viele Schnittstellen, die man gar nicht alleine bewältigen kann. Und deswegen braucht man da verlässliche Partner.